Hallo liebe Schafkopf-Lehrlinge und herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal. Heute widmen wir uns den Schafkopfkarten. Es gibt vier verschiedene Farben im Schafkopf, nämlich Eichel, Blatt, Herz und Schell. Diese sind geordnet in der Reihenfolge Ass, Zehner, König, 9, 8 und 7. Das bringt uns zu einem weiteren essentiellen Punkt im Schafkopfen, nämlich die Trümpfe. Trümpfe sind im normalen Rufspiel oder auch Sauspiel genannt, Ober, Unter und die Farbe Herz. Dabei sind die stärksten Trümpfe die Ober, dann kommen die Unter und dann kommt die Farbe Herz. Die Stärke der Ober geht von oben nach unten mit Eichelober, dem stärksten, Blattober, Herzober und der Schellenober. Dieselbe Reihenfolge ist dann auch bei den Untern vertreten. Eichelunter, Blattunter, Herzunter und Schellenunter. Dann kommt wie gesagt die Herzfarbe. Herz Ass, Herz 10, Herz König, Herz 9, Herz 8, Herz 7. Das sind die Trümpfe beim Schafkopf. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass sowohl die Herzfarbe als auch die Unter unter jedem einzelnen Ober stehen. Die Ober sind die vier höchsten Karten im Spiel. Ein oft gemachter Fehler ist die Annahme, dass die Ober und Unter zu einer Farbe zählen würden. Dem ist nicht so. Die Ober und Unter sind eigenständige Trümpfe und zählen somit auch nicht zur Farbe. Jetzt möchte man natürlich wissen, wie viel die Karten im Einzelnen wert sind. Nun, um das zu wissen, muss man erstmal wissen, dass es im Schafkopf insgesamt 120 Punkte zu verteilen gibt. Das heißt, die Assen zählen 11 Punkte, dann kommen die Zehner mit 10 Punkten, der König mit 4 Punkten, die Ober mit 3 Punkten und die Unter mit 2 Punkten. 9, 8 und 7 geben 0 Punkte. Das sind die sogenannten Spatzen. Um ein Spiel zu gewinnen, benötigt der Spieler im Regelfall 61 Punkte. Um das Spiel jetzt auch variantenreich spielen zu können, braucht man natürlich die verschiedenen Spielformen. Angefangen mit dem Sauspiel oder auch dem Rufspiel. Dort spielen 2 gegen 2. Dann die Solos. Im Solo spielt immer ein Einzelner gegen drei andere. Es gibt verschiedene Solos. Da wäre das Wenz, der Geier oder das Farbsolo. Der Wenz ist ein Spiel, in dem nur die Untertrumpf sind. Der Geier wiederum ist ein Spiel, in dem nur die Obertrumpf sind. Das Farbsolo ist ein Spiel, in dem alle Ober, alle Unter und eine beliebige Farbe, die der Spieler wählen kann, Trumpf. Zu Wenz und Geier sind auch Farben möglich. Das heißt, Wenz und eine optionale Farbe sind Trumpf. Oder die Ober und eine optionale Farbe sind Trumpf. Wenn man jetzt auch mal so Eiskarten hat, kann man auch ein Battle spielen. In diesem Spiel versucht man 0 Punkte, ergo keinen einzelnen Stich zu erzielen. Solltet ihr in einer Runde nur einen einzigen Trumpf besitzen, könnt ihr diesen zu einer Hochzeit anbieten. Das heißt, ein Spieler mit möglichst vielen Trümpfen nimmt diese Karte dann an und gibt euch dafür eine Nicht-Trumpfkarte. In diesem Fall spielt ihr nicht mit einer Sau zusammen, sondern ihr spielt direkt miteinander. So, das war's dann auch mit meinem ersten YouTube-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet was lernen durch die verschiedenen Arten des Schafkopfs. Die nächsten Videos werden sich dann eher auf Spielformen speziell konzentrieren. Danke und lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da.